lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk. So, was geht ab? Skirt am Start, sechs nächsten Map-Update wieder hier auf meinem Kanal, aber es geht auf jeden Fall zum Magitex Extra 17-18 Map-Update. Aber es geht auf jeden Fall heute mit diesen Karten. Boah, Leute, hier, das ist so anstrengend, hier das zu drehen. Das ist echt unglaublich. Ihr müsstet mal sehen, wie ich das jetzt gerade drehe. Und ja, auf jeden Fall heute Kartennummer 519, also 519 Ingolstadt-Logo bis Bastian Okschipka von 1. Quatsch, von Schalke 04, nicht von 1. FC Schalke 04. Ups, jetzt habe ich ja. Aber nicht weiter tragisch, oder? Nee, Quatsch. So, gut. Ich will das hier immer sortieren. Oh, komm her. So, gut. Fangen wir hier an. Mit der ersten Karte ist nämlich hier Ingolstadt. Das ist alles so. Das könnte jeden Moment alles umfallen. Nee, Quatsch. Spaß. Späßle. Späßle. So, haben wir hier 519. Haben wir hier das Ingolstadt-Logo. Kommt hier 16, 17, 18, 19. Kommt also hinter dem Augsburg. Hinter das Augsburg-Logo. Eieiei. Gut, so. Haben wir als nächstes von von Aue mit der 526. 2. Liga, genau. So, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Kommt also auf der ersten Seite mit hin. Also, wie gesagt, 2. Liga, Erzgebirge, Aue. Gut, ich wollte die Karten hier etwas weiter wegschieben. So, da haben wir hier von Bielefeld Fabian Klos mit der 528. Kommt also hier rechts hin. Ja, wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen oder raushauen, keine Ahnung, wie man das auf jeden Fall aussprechen kann. So, ich wollte sagen, dass es auf jeden Fall auch demnächst von der Matchtech 13-14 Serie ein kleines Mobile-Update gibt. Ich habe, wie gesagt, hier von Dresden 532 Hartmann. Ich habe, wie gesagt, ein paar Booster geöffnet, ungefähr 10 Booster waren das, habe ich geöffnet von der Serie. Und da wollte ich auf jeden Fall noch einen kleinen Einblick euch verschaffen, wie es damals war. Wie es damals ausgesehen hat in der 13-14er Saison. Hier Rufen Hennings, der Mann, der das Tor hier gegen Dynamo geschossen hat und in die erste Liga aufgestiegen ist. Der Mann hat es zu verantworten, dass Düsseldorf in die erste Liga marschiert ist. Bam! So, Schnatterer mit der 5-3-6 kommt hier hin. Von Heidenheim. Ist ja auch schon lange in der zweiten Liga dabei, die Heidenheimer. Ich weiß gar nicht, wann die mal in der dritten Liga waren. Schon echt lange in der zweiten Liga, die Heidenheimer. So, Matip, Ingolstadt mit der 537. Kommt hier hinter Köpke. Hinter Köpke haben wir doppelt. Dominik Drexler von Kiel mit der 539. 5, 6, 7, 8, 9. Sind jetzt momentan auf dem Relegationsplatz. Können ja eigentlich noch immer noch aufsteigen. Oder wie war das? Keine Ahnung. Die hatten ja. War das irgendwie so, dass die keine Lizenz für den Aufstieg hatten? War das irgendwie nicht so? Also ich bin mir da echt nicht sicher, Leute. Hier Regensburg kann auf jeden Fall auch noch aufsteigen, hier Regensburg. Die sind echt oben mit dabei, die Leute. So, und Sandhaus sind auch schon Ewigkeiten in der zweiten Liga. Steigen nicht ab, aber steigen auch nicht auf. Ne? So, ewige zweite Liga. So, hier fehlt mir bloß 4 Karten aus der zweiten Liga. Das nenne ich mal gut. So, haben wir hier Nationalspielerkarte von Peter Gulaschi. Von Peter Gulaschi mit der 554. Oh, hier bleibt jetzt eine riesen Lücke. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 1, 2. Eieiei, hier bleibt die komplette Seite frei. Also vielleicht hole ich mir sogar noch welche. Also ein paar Booster von der Meistertechniker Serie. So, das war jetzt 5, 6. Was war das? Ah, nee. Hier ist was, habe ich falsch sortiert. Mit der 547 haben wir hier Mario Götze. 4, 5, 6, 7. So, warte mal kurz, ich muss mal hier die. Ich habe vor uns gerade eben Orakel gedreht. Ein paar Orakels, das DFB-Pokalfinale und so. Ich sehe noch die ganzen Karten, aber das behindert den Arm weg. So, mit der 5, 6, 4 haben wir hier Thomas Delaney als Torkarte gegen Hertha BSC Berlin.
5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4 kommt hier rechts oben hin. Haben wir doppelt. Mit dann nochmal hier Kagawa, Torkarte versus Augsburg mit der 5, 6, 5. Dann hier Nikolai Müller mit der 5, 6, 8. 6, 7, 8 kommt hier links unten hin. So, haben wir doppelt. Frederik Sørensen mit der 5, 7, 1. Was war das? 79, 1, 5, 7, 1 kommt hier rechts oben hin. Gut. Haben wir doppelt. Ah, ein Robben. Nice. Hat sich ja leider verletzt. Im Spiel gegen Real Madrid. 79, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kommt hinter Kagawa. So, dann fangen wir hier schon an mit dem Matchwinner. Also von den Tor- und Nationalspielerkarten habe ich echt wenige. Also ich habe echt mehr Matchwinner-Booster gehabt. Echt mehr Matchwinner. 7, 8, 9, 80. Hier fangen wir auch direkt an mit dem ersten Matchwinner dieses Heftes oder dieser Serie von Augsburg. Gut, dann nächster Matchwinner hier Bartels. Also bleibt die 5, 8, 1 frei. Und wir machen jetzt direkt Platz für Finn Bartels. So, der nächste Matchwinner haben wir hier Maximilian Philipp, der Mittelfeldspieler, mit der 583. Dann mit der 584 Willems. Also, wenn der Matchwinner läuft, dann hier mit der 586, also 585 bleibt frei. Ist André Hahn von Hamburg. Mit der 588 haben wir hier Nadim Amiri von Hoffenheim. Gut, haben wir sogar doppelt. So, da eine doppelte Stapel kommt hier hin. Oh, hier habe ich wieder mich versortiert. Mit der 587 haben wir nochmal Waldemar Anton. Alter, das ist geile Seite, oder? Zwei Matchwinner bleiben sind bloß hier nicht dabei. Mit der 591, hier bleibt eine kleine Lücke. 99 kommt hier hinter den Augsburger, den ich leider nicht aussprechen kann, deren Name. So, dann mit der 593 haben wir hier Lars Stindl, also bleibt die 592 auch frei. Lars Stindl sogar doppelt. Dann der Matchwinner von Bayern bleibt auch frei. Und wir haben hier Leon Goretzka. Den habe ich mal im Orakel-Video gezogen, Leute. Den habe ich mal im Orakel-Video gezogen. Einfach geil. 99, 1, 2, 3, 4 kommt hier rechts unten. Dann haben wir Robert Zieler mit der 596. Von Stuttgart und Paul Verhaag mit der 597. Matchwinner von Wolfsburg. Hier hinten sind ein paar Lücken, aber im Großen und Ganzen bin ich mit dem Matchwinner eigentlich ganz zufrieden. Gut. Kommen wir zu den Hattrick-Karten. Haben wir hier Manuel Konrad von Dynamo Dresden. Übrigens, Leute, wenn es nächste Saison wieder eine Serie mit Hattrick-Helden gibt, dann wird es wieder ein Hattrick-Helden von Dynamo Dresden geben, Leute. Auf jeden Fall ist es Kone. Der hat in irgendeinem Spiel auch schon mal 3 Tore erzielt. Also Leute, ne? Nächste Saison wieder ein Dynamo Dresden Spieler dabei, heißt Hattrick-Held-Karte. Nice auf jeden Fall. Ich lebe, wie gesagt, auch selber in Dresden. Bin Leipzig-Fan. Und ja, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich halt Leipzig-Fan bin. Leipzig, Dresden und Bayern sind meine Lieblingsvereine. Ja, am meisten Leipzig und Bayern. Danach kommt Dresden. Bam. Kann man so sagen. Also wie gesagt, mein Lieblingsverein aus der zweiten Liga ist Dynamo Dresden. Gut, mit der 606 haben wir hier ein Trikotkarte, also so viel Hattrick-Helden. Leute, was ist denn das? Oh nee, oder? Könnte man das denn schon auf der nächsten Seite anfangen? Mit den Trikotkarten, also Tops, ne? Was habt ihr da schon wieder gemacht? Oh ey. Meine. Dann Borussia Dortmund mit der 608 haben wir hier. Trikotkarte. So, warte mal kurz. Ja, gut. So, was wollte ich jetzt? Ah ja, gut. So, Borussia Dortmund haben wir sogar dreifach. Ah ja, ja. Das ist die Trikotkarte von Dortmund. So, SC Freiburg. Club. Trikotkarte. 7, 8, 9, 10. Kommt hier hin. So, dann hier von Hamburg 6, 11. Kommt hier hin. Von Hannover. Grüße gerne aus der Lukas Siebert an LS96. An LS96. Dann hier Köln, grüße gerne aus dem Unboxing and Play. Mit der 614.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dein Erbe Leipzig, grüße gerne aus deinem Skywalk-Kanal. Spaß. Essler mit der 6, 15. So, also von den Trikotkarten haben wir auch schon einige. Haben wir jetzt auch nicht so wenig eigentlich. Dann von Mainz mit der 6, 17, also die 6, 16 bleibt auch wieder frei. Ja, gut. So. Ja, mit schon 0 Uhr 2. Ich drehe jetzt hier Samstag, Samstags drehe ich immer so nachts. Weil ich ja in der Woche nicht so. Ich gehe in der Woche 23 Uhr ins Bett. Und ja, da kann ich natürlich 0 Uhr nachts nicht drehen, ne? Aber ich habe jetzt sowieso jetzt die Tage frei. Ich drehe jetzt, wie gesagt, am. Welcher ist jetzt? Der 29. April ist jetzt in diesem Augenblick gerade. Und auf jeden Fall habe ich jetzt Montag und Dienstag frei. Dienstag ist ja der 1. Mai-Feiertag und ja, Montag ist auch auf jeden Fall Brückentag bei uns. Sehr, sehr nice. Dann haben wir hier Verletzung. Taktikkarte von der Matchtech-Serie. Matchtechs. Mal kurz gucken hier, wann hier die Dekorkarten auf. Bei Wolfsburg. T6 und T7 gibt es nur. Also, das hat Tops wiederum gut gemacht. T6 kommt hier hin. Und T7 daneben. Und hier kommt Bundesliga, das sieht geil aus. Also wie gesagt, das neue Bundesliga-Logo finde ich echt besser als das alte. Habe ich hier noch. Oh ja, na klar habe ich das. Warte mal. Ja, hier. Das ist das alte Bundesliga-Logo. Also, ist zwar Geschmackssache. Aber ich mag das neuere. Viel, viel besser. Oh, hier ist es weg. Das neuere Bundesliga-Logo einfach viel, viel besser. Auch das Logo von der zweiten Liga ist einfach viel, viel besser, Leute. Das ist einfach so. Also, wie gesagt, das ist, wie gesagt, auch Geschmackssache. So, da haben wir dann nochmal die Limis. Die ganzen Limis. Ich habe keine Ahnung, wie man die Limis einsortiert. Achso, hier sind Nummern. Okay. Ja, ich tue die jetzt einfach so einsortieren nach Nummer. L28, keine Ahnung, wo das anfängt. L29 haben wir hier. L30 haben wir die. Nein. 2 und 3. L32 haben wir hier Joshua Kimmich. Und L33 haben wir hier auch Schipka und Schalke. Dann sieht es auf jeden Fall nochmal so aus hier. Ja. Auf jeden Fall will ich nochmal die ganze Mappe zeigen, wie das bei mir hier aussieht. Vielleicht tue ich dann nochmal ein paar Booster oder so öffnen in Orakels oder so. Wir können auch noch ein paar Matchtags Orakels in der nächsten Saison 18, 19 ein paar öffnen. Ist ja, wie gesagt, auch kein Problem. Bis ich muss ja sogar die Orakels in der nächsten Saison Ende August bis September machen, weil ja erst im Ende September oder Anfang Oktober. Vielleicht auch sogar erst Mitte Oktober die neue Matchtech-Serie rauskommt. Ihr wisst, was ich auf jeden Fall meine, hoffentlich. Ja, da muss ich auf jeden Fall auf die alten Booster zurückgreifen, ist ja auch so. Und ja, in der neuen Saison 18, 19, wenn die Karten rauskommen in der Matchtech, werde ich auf jeden Fall damit die Orakels dann gestalten. Und ja, ich hoffe, euch hat das mal Update gefallen, die zwei Parts. Auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage den vierten Part der Matchtech Normalserie 17, 18. Da sind wir auf jeden Fall auch schon im Endspurt. Und ja, auf jeden Fall bin ich raus und sage bis demnächst. Dein Woko.